Herzlich willkommen zum diesjährigen Flow Summit. Immer mehr Menschen spüren einen Drang nach Authentizität und sie sehnen sich danach, mehr in Verbindung zu sein mit sich selbst, mehr auf einen Weg zu kommen, der ihnen wirklich entspricht. Gleichzeitig steht da ein Körper möglicherweise im Wege mit Blockaden, die ihn daran hindern, die Disziplin aufzubringen, die Wachheit zu haben, die man haben könnte, um in seine Kraft zu kommen. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, in 7 Schritten aus ärztlicher Sicht, wie du körperliche Blockaden überwinden kannst und wie du 5 Schlüsselorgane so aktivieren kannst, dass sie dir helfen, aus einem gesunden Körper heraus, aus einem balancierten Körper heraus, in deine wahre Kraft zu kommen und ein Mindset zu etablieren, das dich wirklich vorwärts bringt. Denn nur mit einem Körper in Balance, mit einem starken Vagusnerv, kann dieses Ziel erreicht werden. Mein Name ist Dr. Ingfried Hobert, ich bin Facharzt für Ganzheitsmedizin und Ethnomedizin, praktiziere hier in meiner Praxis am Steinhuder Meer und Patienten, die zu mir in die Kur kommen, die sind auf der Suche und wir stabilisieren ihr körperliches Gleichgewicht. Das, was uns am meisten im Wege steht, sind körperliche Reaktionen, die zu Ermüdung führen, die zu innerer Schwäche führen, zu Antriebslosigkeit und die den Blick auf das wirklich Wesentliche hinter all dem scheinbar Wichtigen vernebeln. Die Ursache dafür sind schleichende Entzündungsprozesse und eine Vielzahl von Programmen, die da in uns aktiv sind und die nicht in der Balance sein könnten, in der sie eigentlich, wie sie eigentlich für sie vorgesehen sind. In diesem Video zeige ich dir, wie du in 7 Schritten zur besten Version von dir werden kannst und vor allem, wie du deinen Körper so ausrichtest, dass dies auch gelingen kann, dass du zu einem Mindset finden kannst, das wach und klar ist und dass das wirklich Wesentliche hinter all dem scheinbar Wichtigen auch besser erkennen kann. Denn so kommst du auf einen Weg, wo du authentisch sein kannst und wo du nicht mehr Energie verlierst, ein Bild von dir aufrechtzuerhalten, von dem du glaubst, dass es nötig wäre. Denn das setzt letztendlich unter Stress und raubt ganz viel Energie. In meiner Praxis für Ganzheitsmedizin behandle ich Patienten, die mit Burnout, mit vielen Erkrankungen kommen, aber sie alle haben eins gemeinsam. Sie leiden an chronischen Entzündungserkrankungen, das heißt an schleichenden, an Silent Inflammation Prozessen, an schleichenden Autoimmunprozessen, die wahnsinnig viel Energie rauben, die Antrieb nehmen, die ermüden und die einen davon abhalten, mutig der zu sein und den nach außen zu vertreten, der man wirklich ist. Und so ist der erste Schritt auf unserem Weg zu dieser besten Version, eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung, ich möchte nicht als Kümmerversion dessen, was aus mir hätte werden können, enden, sondern ich möchte das Beste in mir wieder erinnern und mein mir mitgegebenes biologisches Potenzial auch in der schönsten Weise zum Florieren, zum Erblühen bringen. Und der erste Schritt ist, die Entscheidung zu treffen, ja, da will ich hin. Und wie würde sich das denn anfühlen? Und habe ich eine Vision von mir, die dieses Bild schon vorfühlen lässt? Und damit gehe ich in eine Richtung, wo meine Synapsen auch einen entsprechenden Synapsenhunger auslösen, der mich dann intuitiv auch Stück für Stück in die Richtung führt. Denn es ist erstmal ein Weg, wo verschiedene weitere Schritte zu tun sind. Ich gehe davon aus, dass in einem gesunden Körper, in einem ausbalancierten Körper ein gesunder Geist wohnen kann und dass das die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt frische Ideen und gute Visionen von sich entwickeln zu können. Also müssen im zweiten Schritt erstmal die Dinge definiert werden können, die wir heute als Blockaden ja bei Laboruntersuchungen auch feststellen können. Das heißt, wir können mit der modernen Labormedizin heute im Blut, im Stuhl, im Urin Parameter messen, die uns genau zeigen, wie stark diese schleichenden Entzündungsprozesse schon im Körper vorhanden sind. Und hier kann auf Mikroebene schon festgestellt werden, zum Beispiel mit dem hochsensiblen CRP-Test, aber auch mit vielen anderen Testverfahren, welche Faktoren im Körper schieflaufen und dem Körper mehr Energie entziehen, als es eigentlich nötig wäre. Das wiederum hindert uns daran, den Mut aufzubringen, Dinge anzupacken und es hindert uns auch, weil es den Geist vernebelt, wahre, wahrhaftige Visionen, Bilder von uns zu bekommen, wie eine mögliche Zukunft im günstigsten aller Fälle aussehen könnten.
Also der zweite Schritt, eine Bestandsaufnahme mit einer ausführlichen, ganz speziellen Blut- und Stuhluntersuchung und Urinuntersuchung, wo wir Parameter bekommen, die uns genau zeigen, wo wir stehen. Und im dritten Schritt können wir dann rangehen und diese Schritte dann Stück für Stück bearbeiten. Dazu ist es wichtig, dieses Entzündungsfeuer, wie ich es gerne nenne, zu verstehen. Denn dieses Entzündungsfeuer führt zur Atherosklerose, führt zu chronisch degenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch Krebs, Rheuma, schwere Burnout-Erkrankungen mit Depressionen. Sie alle haben ihre Ursache in schleichenden Autoimmunreaktionen, die sich wie ein Schwelbrand durch das System hindurcharbeiten. Diese schleichenden Entzündungen haben Ursachen, die wir definieren können. Diese Ursachen liegen auf der einen Seite in einer übermäßigen Adrenalindominanz, sie liegen auf der anderen Seite in einer Fehlernährung, in vielen Giftstoffen, die von außen auf uns einwirken, aber auch an speziellen Ernährungsfehlern, die sehr gravierende Ausmaße haben können. Ich denke hier nur an die Glykolysierung, das heißt der zu viele Zucker, der ja einen echten lebensverkürzenden Faktor in sich hat. Wir rechnen heute von 10 Jahren, die wir kürzer leben, weil Zucker solche schleichenden Entzündungsprozesse massiv anheizt. Gleichzeitig sind es aber auch Dinge wie die Oxidation, das Rosten von Zellen, wo wir mit Antioxidantien gegenarbeiten können. Auch hier können wir über den nitrosativen Stress können wir eine Aussage darüber machen, wie stark dieses innere Rosten, diese innere Oxidation schon fortgeschritten ist. Wir können auch heute über eine moderne Telomeranalyse eine Aussage darüber machen, wie die DNA-Struktur in ihren Endstücken intakt ist und wie weit sozusagen die, man vergleicht es häufig mit einer Zigarette, die DNA, wie weit sie schon abgeraucht ist. Auch das ist heute möglich. Hier können wir mit Telomerase aktivierenden Pflanzenbestandteilen, denke ich an die Astragaluswurzel, können wir gegenwirken. Wir haben aber gleichzeitig auch die Mitochondrien, die eine große Rolle spielen, die Kraftwerke unseres Körpers. Sie können zugemüllt sein und können ihre Arbeit nicht in der Form verrichten, wie sie es eigentlich machen könnten. Auch hier gibt es hochdosierte Pflanzenstoffe und Enzyme, die wir geben können, um die Mitochondrien wieder auf Vordermann zu bekommen. Ein weiterer Faktor ist ein Hormonmangel, der sich mit zunehmendem Alter einstellt. Auch hier gibt es Möglichkeiten, durch spezielle Faktoren diesen Hormonstoffwechsel anzuregen. Ich denke hier an HCG, das Wachstumshormon, das wir stimulieren können durch eine besondere Form des Intervallfastens. Ich denke aber auch an DHEA und Progesteron. Also hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, das Labor zu untersuchen und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Auch das Thema Schlafmangel ist etwas, was wir sehr gut untersuchen können heute, wo wir sehen können, wie viele Traumphasen, wie viele Tiefschlafphasen tragen dazu bei, den Frontalhirnakku auch nachts wieder ausreichend aufzuladen. Auch hier haben wir moderne Untersuchungsmöglichkeiten, die wir anwenden können, um hier ein klares Bild dieser Regenerationskraft, die in der Nacht uns zugutekommen kann, um diese zu nutzen. Auch haben wir mit dem Stress-EKG, mit der Herzratenvariabilitätsmessung, heute eine Möglichkeit, den Stress im Körper zu messen, die Vagusaktivität zu messen und an der Stelle auch zu schauen, wie weit können wir hier schleichende Entzündungsprozesse eindämmen, in der Form, dass wir mit einer erhöhten Vagusaktivität, die wir durch besondere Formen der Atmung zum Beispiel erreichen können, dass der Vagusnerv hier als Dirigent der Selbstheilung aktiver seine Rolle auch übernehmen kann. Wenn wir diese Faktoren uns anschauen, die diese Entzündungsprozesse, an denen 85% aller Menschen frühzeitig sterben, wenn wir uns die anschauen, dann werden wir sehen, dass wir vielerlei Möglichkeiten haben, auf dieses Entzündungsfeuer einzuwirken und es Stück für Stück auch zu löschen. Diesen Bereich müssen wir uns sehr genau angucken und hier ist unwahrscheinlich viel möglich. In einem dritten Schritt wollen wir uns die 5 Schlüsselorgane zur Transzendenz anschauen. Wir haben 5 Organsysteme, die maßgeblich dazu beitragen, wie wach und klar wir eine beste Version von uns denken und vorstellen können.
Da haben wir auf der einen Seite den Omega-3-Stoffwechsel. Wir wissen, dass Omega-3 notwendig ist, um die Wahrnehmungsorgane ausreichend mit einer Grundstruktur zu versorgen. Nur mit dieser ausreichenden Omega-3-Grundstruktur sind unsere Wahrnehmungsorgane, Ohren, Augen, aber auch der Tastsinn, das Gehirn, ist unsere Wahrnehmung auch nur dann wach und klar, wenn wir hier einen entsprechend hohen Omega-3-Index haben und nicht negative Omega-6-Fettsäuren dazu beitragen, dass eher umgekehrt Entzündungsprozesse unsere Wahrnehmung vernebeln. Also das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren spielt hier eine ganz große Rolle. Hier können wir über Algenöle sprechen und über besondere Ernährungsformen, die auf Omega-6 insbesondere verzichten. Auch das ist ein Bereich, wo wir sehr genau hinschauen können und hier einen großen Beitrag leisten können, um auch in der Meditation, in der Kontemplation, im Rückzug wache, frische Gedanken zu haben. Dazu braucht es einen Omega-3-Index, der möglichst über 8 ist. Als weiteren großen Schritt haben wir eine Möglichkeit, wie eben schon erwähnt, das vegetative Nervensystem zu testen. Das ist ganz spannend für die Menschen, die den ganzen Tag über am Arbeiten, am Denken, am Grübeln sind, die zwar im Arbeitsprozess perfekte Leistung verbringen, aber wenn sie nach Hause kommen, kann das System nicht von Sympathikus auf Parasympathikus umschalten. Das heißt, es bleibt in der Adrenalindominanz und damit geht die Tür zur Regeneration, zur Selbstheilung, zum visionären, empathischen, vorausschauenden Fühlen und Denken einfach nicht auf. Das heißt, der Frontalhirn-Akku kann nicht über Nacht so aufgeladen werden, wie es eigentlich unserem biologischen Potenzial entspricht, weil das Vagussystem, der Parasympathikus, nicht ausreichend im Tonus ist, um hier ein entsprechendes Gegengewicht zu dieser Adrenalindominanz zu schaffen. Des Weiteren haben wir die Zirbeldrüse, die in der heutigen Zeit durch vielerlei Giftstoffe, insbesondere auch durch Schwermetalle, durch Weichmacher, Pestizide, Strahlung und, versumpft, vernebelt sein kann. Und auch hier können wir mit moderner Analytik schauen, wie weit das bereits fortgeschritten ist und können hier entsprechende entgiftende Gegenmaßnahmen ergreifen. Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir haben, die Zirbeldrüse zu entgiften, zu reinigen und wieder zu klären, sodass auch unser Blick wieder wacher und klarer werden kann. Und letztendlich haben wir unser wichtigstes Anti-Aging-System, nämlich den Darm. Der Darm hat eine Vielzahl von Mikroorganismen, die ganz spezielle Aufgaben haben, auf der einen Seite das System zu entgiften, auf der anderen Seite aber auch Hormone zu produzieren. Ich denke hier nur an Tryptophan, das dann zu Melatonin und zu Serotonin umgebaut wird. Ich denke an die vielen verschiedenen Mikronährstoffe, die nur dann aufgenommen werden können, wenn dieses Mikrobiom auch gut und regelrecht funktioniert. Und ich denke an die vielen Abwehr- und Immunmechanismen, die hier ablaufen, die dazu beitragen, dass unser Immunsystem sich schützend immer wieder vor uns stellt, Erreger abwehrt und auch in der Lage ist, diese Erreger nicht nur unschädlich zu machen, sondern sie eben auch entsprechend auszuschalten. Mit dem Mikrobiom in Verbindung steht eine Mucosa-Schicht, eine Byratschicht, eine Fettschicht und verschiedene Formen von Zwischenschichten, die die Darmepithelien schützen. Und werden diese Schichten zerstört durch schleichende Entzündungsprozesse, durch Stress, durch äußere Chemikalien, durch ungünstige Nahrungsmittel, durch Mikroben, durch Viren, Bakterien, Parasiten, dann funktioniert dieser Schutzschild im Darm nicht mehr. Immunfaktoren können nicht ausreichend gebildet werden, Hormone können nicht ausreichend gebildet werden und umgekehrt Giftstoffe treten jetzt durch die Darmepithelien hindurch in die Blutbahn und lösen hier den Anfang aus dieses Schwelbrandes, dieser Silent Inflammation, die hier im Darm ihren Anfang nimmt. Hier beginnt das Entzündungsaltern, hier beginnt die Vernebelung unseres Geistes, hier beginnt auch die Vernebelung unserer Wahrnehmungsfähigkeit.
Denn aus der Art und Weise, wie wir die Dinge wahrnehmen, entsprechend entfalten sich unsere Gefühle, unsere Gedanken und letztlich unsere Handlungen, die dann wiederum unsere Realität, unser Schicksal formen. All dies beginnt im Darm, und wenn wir den Darm ausbreiten, kommen wir auf mehrere hundert Quadratmeter Oberfläche, die den nur 2 Quadratmeter Hautoberfläche entgegenstehen. Und so können wir uns gut vorstellen, dass diese etwa 300 Quadratmeter Darmoberfläche, wenn man ihn ausbreitet, unser wirklich wesentlichstes Kontaktorgan zur Umwelt ist, und wie entscheidend wichtig es ist, dass wir dieses Organsystem gut hegen und pflegen. Wenn wir dann berücksichtigen, dass es vor allem Vagusfasern sind, die dieses Darmsystem durchflechten, und wir wissen, dass 90% dieser Vagusfasern vom Bauchhirn zum Kopfhirn Informationen hochtransportieren, dann bekommen wir eine grobe Vorstellung davon, wie groß der Einfluss unserer Nahrung ist, der Giftstoffe sind, vielleicht auch Nikotin, Alkohol, alles, was wir so an Giften zu uns nehmen, all das wirkt von unten aus dem Darm heraus oben zum Gehirn und geht an diesem nicht spurlos vorüber und kann die Herzhirn und die Herz-Bauch-Hirn-Kohärenz deutlich aus dem Gleichgewicht bringen. Und damit ein Vagusnerv auch eine gute Darmfunktion auslösen kann, muss dieser Vagus immer wieder aktiviert werden. Und das kann durch die unterschiedlichsten Mechanismen erfolgen. In erster Linie aber ist es die Atmung und die Art und Weise, wie wir auf das Leben schauen, die darüber entscheidet, wie stark auch unsere Herz-Hirn-Kohärenz, das heißt unsere Herzenskraft, mit der wir auf das Leben herausgucken, und unser Hirn mit unseren Programmierungen, gerade im Frontalhirn sind ja viele Konditionierungen, die uns so als inneren Schweinehund davon abhalten, die Schritte zu tun, die wir gerne tun würden. Und so passiert es vielen von uns, dass wir schnell in einer Situation sind, wo wir ganz viel von dem tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen, weil es eben durch die Hirnkonditionierung von uns so eingewöhnt worden ist. Es ist wie ein Klebstoff, wo das Vergangene an uns klebt, und die Herzkohärenz, das, was wirklich aus dem Herzen kommt, aus der inneren Verbindung herauskommt, das kommt gar nicht richtig zum Zuge, weil hier eine Blockade vorherrscht. Und diese Blockade kommt in der Regel aus einem Körper, der nicht wirklich im Gleichgewicht ist, wo der Vagusnerv, der zuständig ist als Dirigent der Selbstheilung, er dirigiert ein Orchester von unterschiedlichen Rhythmen im Körper und auch Kohärenzrhythmen zwischen Bauchhirn, Herzhirn und Kopfhirn. Und wenn dieser Vagusnerv nicht in seiner Kraft ist, nicht in dem Tonus ist, in dem er sein könnte, dann haben wir hier einen Missklang im System. Das Orchester spielt nicht im Einklang, und unsere vornehme Aufgabe ist es jetzt, alle Wege zu finden, mit einem anti-entzündlichen Lebensstil hier die Kohärenz wiederherzustellen. Und so kommen wir zum vierten Schritt, nämlich den anti-entzündlichen Lebensstil einzuüben, wo wir viele Dinge zu uns nehmen können, die Situation verbessern. Wir sprachen eben von den Antioxidantien. Ich erinnere hier an Beerenkonzentrate, hochdosierte Naturmedizin aus Heilbeeren, Cranberry, Goji, aber auch die Acerola-Kirschen, Acai, Aronia, alles Beeren, die einen hohen Gehalt an Antioxidantien haben. Ich denke an die SIRT, SIRT, das sind Dinge wie Sulforaphan aus den jungen Brokkolisprossen, das ist natürlich das Kurkumin, das ist der Weihrauch, und dann natürlich Dinge auch wie das Resveratrol und das OPC aus der Weintraube. Dann haben wir die Telomerase-Aktivatoren, das heißt die Stoffe, die in der Lage sind, die Telomere zu reparieren und damit den Alterungsprozess etwas zu verlangsamen. Man spricht hier von bis zu 4%, die möglich sind, wenn es uns gelingt, hier durch eine starke Vagusaktivität obendrein auch noch mit Heilpflanzen, zum Beispiel Wurzelextrakten aus der Astragaluswurzel,
Hier hat man das Astragaloid 4 entdeckt in der Astragaluswurzel, das hier einen alterungseindämmenden, also einen reparierenden Effekt hat, indem die Telomerase, das Reparaturenzym, eben angeregt wird. Und obendrauf haben wir eine Menge von Naturheilmitteln, die auch die Mitochondrien anregen. Wir haben natürlich das Carnitin, das Q10, das Resveratrol, aber auch Dinge wie die Folsäure, Selen und Zink. Und das sind Stoffe, die speziell die Mitochondrien anregen und die hier eine ganz besondere Aufgabe haben, wenn es darum geht, unseren Körper in die natürliche Balance zu bringen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das sogenannte Hormesis-Prinzip. In diesem vierten Schritt müssen wir uns auch mit all den Dingen auseinandersetzen, die dazu einen Beitrag leisten, dass wir immer wieder neue Herausforderungen bekommen. Hormesis-Prinzip bedeutet, wir brauchen Mikro-Challenges, Mikro-Herausforderungen, weil sie das System unterstützen, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder durch Herausforderungen zu wachsen, stärker zu werden. Da ist zum Beispiel Kälte, nicht der Sprung ins kalte Wasser, nicht nach der Sauna, Hitze, Kälte, nicht Abendessen weglassen, Fastenperioden, das sind hier ganz besondere Faktoren, die dem Hormesis-Prinzip entsprechen, das System herausfordern durch Sport, durch Höhentraining, durch Urlaub in den Bergen und immer wieder Kontakt zu den Naturfaktoren, die uns im System dann stärken, wie wir es ja von dem Pfarrer Kneipp mal gelernt haben. Und dann haben wir natürlich die Vielzahl der Probiotika, die alle die Aufgabe haben, das gesunde Darmmikrobiom zu stärken. Hier ist es wichtig, dass diese probiotischen Darmbakterien mikroverkapselt, also magensaftresistent gegeben werden in speziellen Kapseln, sodass sie erst in Dünndarm freigesetzt werden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch die Magensäure zerstört werden, maximal reduziert wird. Gleichzeitig braucht es natürlich auch Präbiotika, die in der Lage sind, auch die Bakterien entsprechend zu füttern. Ich denke hier an Chicorée-Extrakt oder die vielen Formen von Ballaststoffen. Gleichzeitig muss der Darm entsprechend arbeiten. Das heißt, wir brauchen etwa 80 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Das ist super wichtig, dass wir hier einen Beitrag leisten, dass der Darm auch in Bewegung ist. Und wer nicht einmal am Tag Stuhlgang hat, der macht etwas verkehrt und muss so lange an seiner Ernährung arbeiten, bis dies sichergestellt ist. Die Ernährung insgesamt braucht auf keinen Fall Zucker, es braucht keine Milch, es braucht kein Weißbrot. Und damit haben wir die wichtigsten Faktoren schon benannt. Über das Fleisch kann man in der einen oder anderen Weise diskutieren. Auf jeden Fall ist alles Fleisch, was aus der Massentierhaltung kommt, egal ob es Bio ist oder nicht, ist hier auf jeden Fall nicht angesagt. Ja, wenn wir uns den fünften Schritt angucken, dann haben wir natürlich alles rund um das Thema Sport, Bewegung. Der Körper braucht 20 Minuten am Tag, wo der Puls über 100, über 110 geht. Das ist super wichtig, wenn wir es ganz einfach ausdrücken. Wir brauchen gymnastische Dehnungsübungen an der frischen Luft, am offenen Fenster, über Yoga, Tai Chi, Qigong oder einfache Workouts. 20 Minuten wäre hier ideal und letztendlich 20 Minuten Meditation. Minimum die sogenannte 47-11 Meditation. Das heißt 11 Minuten morgens, 11 Minuten abends, bis 4 zählen beim Einatmen, bis 7 zählen beim Ausatmen. 47-11, das wäre ein Einstieg in eine gesundheitsfördernde Atmung und später in der professionellen Weise können wir dazu übergehen, den Atem einfach nur zu beobachten. Denn allein die Beobachtung des Atmens führt schon dazu, dass er sich automatisch einrichtet auf die Atemfrequenz, die wir brauchen. Und die ist in der Regel sehr viel länger und tiefer, als wir es im Stress des Alltags gewohnt sind. Und dann kommen wir zum Punkt 6, zum sechsten Schritt. Und dieser sechste Schritt, da geht es natürlich um das Mindset. Dass wenn der Körper ausbalanciert ist, wenn der Vagusnerv die Rolle übernommen hat, dann kommen wir auch in die Position, dass wir unser Leben aus der Metaperspektive heraus betrachten können und dann steht Dankbarkeit im Vordergrund. Dann geht es darum, vom Mangel in die Fülle zu kommen,
aus der Angst ins Vertrauen und das Geschenk des Lebens als solches auch erkennen zu können. Und das merke ich daran, dass ich mit mir in Verbindung bin, in meiner Kraft bin und dankbar bin für die Sachen, die ich haben darf, die ich sein darf, für das, was bereits da ist. Und das erkenne ich daran, dass ich nicht mehr das Wort muss gebrauche, sondern im Darf bin. Umso mehr ich erkenne, dass es alles ein Dürfen ist, umso mehr zeigt es mir, dass ich angekommen bin und diesen Punkt der Fülle erreicht habe. In diesem Punkt bin ich nicht mehr der Nehmer, sondern ich bin der Geber, der Energie, der Kraft spenden kann und der nicht alles zu sich ziehen muss. Und da sind wir dann an dem entscheidenden Punkt, wenn der Gedanke zum Danke wird, dann können wir das Glück zur Tür reinlassen, genauso wie wir auch die Energie dann zur Tür reinlassen können. Denn auch der Burnout-Patient, der hat letztendlich die gleiche Energie wie jeder andere zur Verfügung. Sie steht nur vor der Tür und es gelingt ihm nicht, sie wirklich reinzulassen. Und da kommen wir zum siebten Schritt. Der siebte Schritt ist jetzt noch ein Schritt weiter. Hier geht es wirklich in die innere Freiheit, in die innere Souveränität. Hier geht es darum, die Entscheidung zu treffen, wirklich das Leben noch tiefer, auch philosophisch, spirituell noch tiefer begreifen zu können und zu erkennen, dass ich letztendlich die Kraft bin, die den Dingen da draußen ihre Bedeutung gibt, dass ich letztendlich das da draußen sehe, wonach ich Ausschau halte und damit erkenne, wie weit ich doch selbst aus der Fülle heraus meine Realität steuern und formen kann und dabei auf einem Weg sein kann, mein ganzes angelegtes biologisches Potenzial auch zur Entfaltung zu bringen und damit die beste Version von mir zu erinnern und leben zu können. Wenn euch das interessiert, was ich gesagt habe und ihr da noch tiefer einsteigen wollt, kann ich euch gerne ein Skript zuschicken, eine Zusammenfassung dieses Videos. Dazu müsstet ihr einfach mir eine Mail schicken und dann schicke ich euch die Information nochmal, die das zusammenfasst in etwas ausführlicherer Form, so wie ich es eben hier euch versucht habe zu vermitteln. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg auf dem Weg in eure Kraft.